Hi ho und willkommen zurück bei den lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Jo, wir sitzen im Haus Hadret in der Dunrichstraße. Ja, ich hab's mal richtig rumgesagt. Wir hatten mit Lady Web gesprochen und müssen jetzt in die Versammlung des Dux kommen. Was einfacher gesagt als getan ist, da wir eine Gruppe brauchen, die uns dort reinbringt. Also entweder die Dominants, was wir vergessen können, da die uns hassen, die Schmelztiegelritter oder die Zwölfen. Die beiden, bei denen haben wir einigermaßen was gut. Ich frage mich aber, ob wir gut genug zu einem von den beiden stehen, um reinzukommen. Na, gucken wir, das werden wir herausfinden. Erst einmal aber hat Edda einen Stufenaufstieg. Und eben bei Stufenaufstieg, ich habe herausgefunden, dass dieses Ableveln von Level 1 auf, da hat einen komischen Helm auf, das ist kein Bug, sondern das gehört zum Expertenmodus dazu. Also automatisch aufleveln tun die Chars wirklich nur, wenn man nicht im Expertenmodus drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel einfacher oder schwieriger machen soll, weil die Chars dann ja eigentlich so abgelevelt worden sind, dass sie ziemlich passend sind. Also zum Beispiel Edda mit seinem Säbel, wie es vorher war, bevor der Patch gekommen ist, der das eingefügt hat. Aber okay. Belassen wir es mal dabei. Wir vergeben Punkte. Am besten in Athletik. Oder Heimlichkeit könnten wir mal vergeben. So. Kann Edda besser schleichen. Wow, viele Kämpferfähigkeiten. Energische Verteidigung. Alle Verteidigungen für 15 Sekunden erhöhen. Einmal pro Begegnung. Klingt eigentlich nicht schlecht. Waffenspezialisierung brauchen wir nicht. Unbeugsam. Dreimal pro Ruhephase. Sicherer Schütze brauchen wir nicht. Diszipliniertes Beschützerhaltung. Verringert die Genauigkeit, steigert die Abwehr vom Verbündeten. Nee, kritische Verteidigung. Der Kämpfer bemüht sich zusätzlich, die wildesten Schläge abzuwehren, wodurch ein Teil aller eingehenden kritischen Treffer zu Treffer umgewandelt und alle eingehenden Treffer zu leichten Treffern. 20% kritische Treffer angreifender Feinde. Plus 10% angreifende Bereiche Treffer, leichter Treffer. Klingt schon mal nicht schlecht. Vertreibung. Schwingt die Nahkampfwaffe des Kämpfers in großen Bogen und fügt Feinden den Niederschlageffekt zu. Rein ins Getümmel. Der Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind in unmittelbare Nahkampfentfernung. Benommenheit gegen Tapferkeit. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Wobei, ich glaube, ich nehme kritische Verteidigung. Und das war's auch schon bei Edda wieder. Okay. Verteidigung ist nämlich bei Edda irgendwie besser. Der ist nämlich wirklich ein Verteidiger. Ja. So, da gucken wir mal hier rein. Ich wurde von Larry Webb beauftragt, einer Öffentlichkeit scheu. Ja, okay, das kennen wir. Um an der Anhörung zur Beseelung in der Herrenhalle teilzunehmen, muss ich von einer der drei Hauptfraktionen, die bei den Anhörungen anwesend sind, gefördert werden. Schmelztiegelritter aus Dominel oder Dutzenden. Schmelztiegelritter besitzen eine Burg in Urfeuer, Dominel ein Gut in Farnheim, Dutzenden Lager der Expeditionszeit im Kupferweg. Ich glaube, unsere erste Haltestelle sollten die Schmelztiegelritter sein, denn bei denen sind wir schon Held, mäßig gut. Bei Dutzenden sind wir nur Verbündeter. Dorf Dürfurt sind wir übrigens auch Held. Goldtal sind wir Meister, Dürfurt können wir wahrscheinlich gar nicht weiter steigern. Trutzbucht sind wir Held. Mhm. Wir sind schon einen Monat 15 Tage unterwegs. Und davon haben wir einen Monat und 8 Tage schon gekämpft. Besiegte Feinde. Meisten besiegten Feinde Hagrim 204. Mhm. Längste Zeit in der Gruppe. Ist Edda. Ede? Das muss wohl Edda heißen. 12 Tage mit 12 Tagen 23 Stunden, ja.
Edda, Adra Adiman, Palegida größere Regenvolle, Durenz hat Lehra getötet und Sagadia den älteren Löwen. Meiste kritische Treffer, Sagadi, oh, das ist einfach abgeschnitten. Aber häufigsten bewusstlos Durenz. Höchster erlittener Schaden. Höchster Schaden auf Einzelziel Palegina. Ja, persönlich. Ogre-Druide, mächtigster besiegter Feind. Ah ja, das sind die eigenen Stats. Besiegte Feinde, Zeit im Gefecht, Zeit in der Gruppe. Erlittener Schaden, Anzahl der Bewusstlosigkeiten 10, okay. Ey, ja, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, hatte ich ja noch was, nämlich Tagebuch. Da haben wir auch schon lange nicht mehr reingeguckt in die Vision und die Biografie. Du hast Vision von einer anderen Zeit und eines anderen Ortes, das kennen wir schon. Aber hier sind neue Sachen hinzugekommen. Später sahst du den Mann aus deiner Vision erneut. Laut Mehrwert eine Projektion aus einem vergangenen Leben. Der Mann sprach mit ihm, als seist du ein junger Missionar. Du sagtest ihm, also der Mann sprach mit dir wahrscheinlich, du hättest die letzten Jahre in einer Stadt namens Kretum zugebracht und du erklärst, warum du dich seinem Orden angeschlossen hattest. Dann forderte er dich auf, den Eid abzulegen. Also eine Vision, wie ein früheres Ich von Hagrim dem bleiernen Schlüssel beigetreten ist. Eine dritte Vision des Mannes, nachdem du gesucht hast, schien einige Zeit nach der letzten zu spielen. Du versuchtest, den Missionarsorden zu verlassen. Du erklärtest ihm, dass du die Heiden Unaussprechliches hast tun sehen und dass du nicht länger mit solchen Schrecken konfrontiert werden möchtest. Trotz keiner Gefühle überredete dich der Mann zu bleiben und nahm dir dabei eine große Last von den Schultern. Okay, die Vision. Das ist wirklich nett, dass das hier ein bisschen weiter aufgefächert wird. Weil eine ganze Weile hatten wir nur den ersten Text hier oben. Und unser Tagebuch, unsere Biografie. Karawane Goldtal hatten wir schon. Als er ging, begann die Maschine zu rotieren. Das war in den ersten Ruinen. Die gehängte Zwergenfrau, der Magistrat, den hatten wir auch. Als du Ketnur erreichst, das hatten wir auch. An einer Kreuzung trafen wir auf die Jägerin Sagani, hatten wir auch. Ah, Palegina. Ich glaube, ab Palegina haben wir nicht weitergelesen. Das ist alles neu. Palegina, ein Paladin aus den Valianischen Republiken, zeigte sich von deiner Behandlung eines leichtsinnigen Kaufmanns beeindruckt und bot dir eine Zusammenarbeit an, um deinen Interessen und denen ihrer Dux zu dienen. Ja, da hat sich Palegina angeschlossen, nachdem wir den Händler im Hafenviertel in Rondras Geschenk das Leben gerettet haben. Vor den Domenels mal wieder. In Totsburg fandest du einen Tempel von Voidika, der angeblichen Schutzgöttin des bleiernen Schlüssels, der aber schon vor langer Zeit niedergebrannt ist. Ein Geist deutete an, dass ein Teil des Tempels unterirdisch sei. Ja, da haben wir mit dem Geist geredet. Du begabst dich zur Rettrings Festung, wo du den Fürsten erschlugst, der so viel Leid über Goldtal gebracht hatte. Jupp, das war unsere Superheldentat für Goldtal, was uns dort zum Meister gemacht hat. Von den Katakomben unterhalb von Trutzbucht fandest du einen Weg in den Voidika-Tempel. Dort infiltriertest du den bleiernen Schlüssel und fandest mehrere vielversprechende Spuren hinsichtlich ihrer Tätigkeiten, vor denen du dir versprachst, dass sie dich zu dem Mann aus den Ruinen führen könnten, der dort die Maschine gestartet und damit deine Erweckung verursacht hatte. Jupp, das war unten im Tempel, wo wir die Vision dann hatten, wo wir die Kutte unbedingt besorgen mussten. Alof offenbarte dir, dass seine Seele erweckt sei und er sein Bewusstsein mit einer rohen, aber recht munteren Frau namens Iselmir teilte. Ja, das war diese lustige Therapiesitzung, wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass Alof seine Milz entfernen lassen sollte. Ah, das waren schöne Zeiten. Im Sanatorium von Farnheim fandest du den Mann, nach dem du gesucht hattest. Er hatte den Körper eines dortigen Patienten übernommen und schien diesen zur Reanierung der Karriere eines Mannes zu benutzen, der einst einer der renommiertesten Beseeler des Dürrwalds gewesen war. Einem Mann, der an einer Heilung für Weitwills Vermächtnis gearbeitet hatte. Der Mann hatte kein Interesse daran, dir mit deiner Erweckung zu helfen, zumindest nicht freiwillig.
Er floh überhastet aus dem Sanatorium und schickte seine Seele von Körper zu Körper und überließ es dir, das Durcheinander zu beseitigen. Ja, das war wirklich ein Durcheinander. Du wurdest von Lady Webb der Dunrödstraße herbeigerufen, die etwas darüber zu wissen schien, wer du bist und was du getan hattest. Du trafst Lady Webb in ihren Gemächern in Haus Hadrid. Sie wollte den Grund für deine Verfolgung des beiden Schlüssels wissen und konnte dir etwas über den Mann erzählen, den du suchtest. Taox, X-A-Kanon. Einem Mann, der mit perfekter Erinnerung an seine vergangenen Leben wiedergeboren wird und Verschwörungen einfädelt, deren Verwirklichung ganze Lebensspannen dauert. Du fandest das Viertel Erbhügel verlassen und von verfallenen Kreaturen überrannt vor. Ja, okay, das ist das zweite Mal, wo wir den Erbhügel gegangen sind. Die weder lebendig noch richtig tot waren. Mit Hilfe eines Besiegers namens Althelm und einer Expertin für urteilte Sprachen namens Ikanta, die trotz ihrer eigenen Tode noch handlungsfähig waren, erfuhrst du, dass die Maschine oben im Turm in Erbhügel auf Thea Novent die Fähigkeit hat, Seelen in ihren Körper zu verankern, weshalb sich diese selbst im Tod noch bewegen können. Ikanta erklärte, dass es außerdem noch weitere im ganzen Dürrwald verstreute Maschinen ähnlicher Bauart gebe, die als Verstärker fungieren und Seelen von einem Ort zum nächsten schicken. Ja. Du brachtest die Maschine auf Thea Novent zum Stillstand und befreitest sie von ihren gefangen gehaltenen Seelen. Ja, wir haben den Erbhügel Frieden gebracht. Du gehörst mit der Erkundung der ausgedehnten Verliese unterhalb deiner Burg, ja. Das war unser erster richtiger Abstecher in die unendlichen Tiefen von Ordnura. Da haben wir uns aber schnell wieder zurückgezogen. Im Wald trafst du einen Orlada-Druiden namens Hieravis. Er gab Zwillingswurm als sein letztendliches Reiseziel an, meinte aber in der Zwischenzeit gerne etwas zu erkunden. Außerdem schien er begierig auf die Sicherheit einer Gruppe zu sein. Du spürtest eine merkwürdige Verbindung zu einer Frau, von der du instinktiv als die trauernde Mutter denkst. Sie schloss sich dir in Dürfurt an, aber seitdem scheint sie niemand sonst bemerkt zu haben. Auch ich hoffe mal, die Gruppenmitglieder haben sie bemerkt. In der Ruine von Kliaban Hilak fandest du noch mehrere leichenfahle Mitglieder des Bleiernen Schlüssels, die anscheinend nach einer Art von Selbstopfer gestorben sind, das auf irgendeine Weise die engvitalische Maschine dort katalysiert hatte. Als Wächter warst du in der Lage, die letzten Augenblicke der Agenten zu durchleben, und dadurch wurde dir klar, dass diese Maschine eine Rolle bei Whitewinds Vermächtnis spielen, diese Maschinen. Letztlich erfuhrst du, dass Eddas Bruder Woden im Krieg des Heiligen nach einem Treffen mit Whitewind persönlich für Viserys gekämpft hatte. Edda wurde bewusst, dass er wohl niemals erfahren würde, weshalb sich sein Bruder zur Unterstützung Whitewinds erschlossen hatte. Ja, das sind die traurigen Geschichten. Beziehungsweise, das ist unser Stand soweit. Sure. So klingt das besser. Okay. Also, wir verlassen jetzt erstmal Haus Hadrid wieder. Das ist übrigens das Haus. Ja, das Haus des Gründers von Trutzbucht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der Duck aktuell, dass das Haus des aktuellen Ducks ist und er einfach nur die Dunröd-Agenten hier einquartiert hat, weil er ja im Palast lebt. Oder ob das Haus Lady Webb gehört. So. Yep. Das heißt, da wir alle ein bisschen müde sind, bis auf Edda und Palegina, die ziemlich hohe Athletik haben, naja, es ist noch leichte Müdigkeit, trotzdem sollten wir uns eine Runde aufs Ohr hauen, können wir ja mit den Schmelztiegelrittern reden und die um Hilfe bitten, in die Versammlung reinzukommen. Wir konnten ja keine Aufträge mehr für die Schmelztiegelritter annehmen, weil die gemerkt haben, dass wir auch mit den Dutzenden zusammenarbeiten, und das ist denen dann zu heikel geworden.
So, jetzt aber erst einmal mit ihm hier reden. Für ein Zimmer. Hallo. Ich möchte ein Zimmer. Intelligenz und 10 Wille. Plus 2 Wahrnehmung, plus 1 Heimlichkeit. Mal nehmen wir das. Hey, cool, Übungsgelände ist abgeschlossen.